Also ich meine jetzt mich. Oh. Ah, schön. Da auch schön. Ja, das ist so ein typischer Randbereich eines Schwarzwaldmoors. Allzu viele Schwarzwaldmoore gibt es leider nicht mehr. Das waren mal mehr. Ich wollte eigentlich die Klappe halten und nur filmen. Egal. Weil Torf ist ja bekanntlich auch Brennmaterial. Und leider kriegt man ohne Torf auch keinen wirklich guten Scotch zustande. Und deswegen wird Torf halt eben nach wie vor genützt. Ich bin da immer im Gewissenskonflikt. Ich mag nämlich sehr gerne Scotch. Ich mag aber auch sehr gerne Moore. Schwierig. Man müsste mal irgendein alternatives, stark alkoholisches Getränk finden, um vom Whisky runterzukommen. Nicht, dass ich den oft trinke, aber wenn, dann, das ist schon so ein Genussmittelchen, auf das ich ungern verzichten möchte. Ja, das sind diese Strukturen eben. Die finde ich wirklich ganz toll. Jetzt mag vielleicht der ein oder andere anmerken, dass es hier überall gleich aussieht. Nein, tut es nicht. Die liegen total anders, die Bäume. Genau. Ja, und damit sind wir vom kleinen Moorsee leider auch schon wieder weg. Jetzt sieht es hier links genauso aus wie rechts. Ich finde den irgendwie schnuckliger als den großen Moorsee im anderen Moor. Den Holosee. Der, sagen wir mal so, der ist besser zum Hinhocken und über das Leben nachdenken oder so. Moore sind aufgrund ihres sehr speziellen Lebens, finde ich, immer sehr gute Orte, um über das Leben nachzudenken. So, Frauen und so, ne? So, jetzt muss ich noch eine kleine Geschichte von früher zum Besten geben. Es hilft alles nichts. Die muss jetzt raus. Weil beim Wandern, Volkskrankheit des Wanderers ist ja Hirndiarrhoe, also geistiger Durchfall, den erwähne ich auch schon in mehrfachen Videos. Aber der wird schlimmer, wenn man viel wandert und dann muss man Geschichten erzählen. Also, es war einmal der junge Ben, der war unterwegs in Norwegen, in der Hardanger Widder, wem das was sagt. Wenn nicht, googelt's mal, das Ding ist toll. Und da... Wie alt würde er denn gewesen sein? Ja gut, so jung war er auch nicht mehr. Irgendwas 21 oder was. Er war mit Gruppe unterwegs, mit anderen Leuten so ungefähr diesen Alters. Und dann kamen sie an einer bewirtschafteten Hütte vorbei. Haben sich da nicht groß weiter drum gekümmert, weil sie ja so wahnsinnig toll drauf waren, dass sie bewirtschaftete Hütten grundsätzlich mit viel Schmerz und Selbstbeherrschung ignoriert haben, um sich nicht irgendwie eine Tüte Chips oder eine Tafel Schokolade oder irgend sowas in der Richtung zu kaufen. Jedenfalls, die haben wir wirklich links liegen gelassen und sind auf den nächsten Berg gestapft. Also so ungefähr in der Geschwindigkeit, in der ich jetzt hier gerade dahin wackel. Also meine Oma, wenn sie noch leben würde, könnte sie Schritt halten. jedenfalls oben angekommen. Rennt uns plötzlich so eine seltsame Gestalt hinterher. Seltsame Gestalt, als ihn etwas näher gekommen war, entpuppte sich als der Hüttenwirt, der allen Ernstes ein Einbeiniger mit Krücke gewesen ist. Also das meine ich in keinster Weise abwertend. Und der hat diesen Berg, den wir da, boah, da haben wir bestimmt noch mal 45 Minuten gebraucht, um da hochzukraxeln. Und Berg ist es eigentlich nicht, Hügel trifft es eher. Und da rannte der innerhalb von, ja, ich will jetzt nicht lügen, aber viel mehr als 10 Minuten können es nicht gewesen sein, ist er da hochgerannt, um uns zu fragen, ob wir denn nicht einen Kaffee oder eine heiße Schokolade haben wollten. Und dann haben wir ihn nur angeguckt, quasi wie ja, eine Horde Zombies wahrscheinlich. Und dann hat er gemeint, ah, tired but happy. Und irgendwie... ist mir das, dieses Tired but Happy, das ist mir so hängen geblieben, dass ich das irgendwie so zu meinem Wandermotto übernommen habe. Umso müder ich bin und umso eher ich wirklich kurz vorm Zusammenbrechen bin und keinen Bock mehr habe und alles tut weh
und man kommt und kommt nicht vorwärts und die letzten Kilometer ziehen sich. Dann setzt irgendwann dieser Tired but Happy Effekt ein. Und da muss ich immer an den Mann denken, der da mit einem Bein diesen verdammten Berg hochgesprungen ist. Der hatte so eine ganz spezielle Fortbewegungsweise und wissen wollte, ob er uns nicht irgendwie einen Kaffee oder heiße Schokolade auf den Berg bringen soll. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wer das dann gemacht hätte. Wir wollten alle nichts. Wir sind dann nochmal runtergekommen, weil wir so beeindruckt waren und haben dann bei ihm, naja, fast alle zumindest, eine heiße Schokolade oder einen Kaffee getrunken. Es gibt nichts Besseres als Hardanger Widder, heiße Schokolade. Naja, vielleicht die auf dem Fanarocken. Das ist ein Berg in Jotunheim. Das ist auch toll. Das ist zwar wirklich einfach nur so ein olles Schokopulver mit heißem Wasser. Milch hat da kein Mensch. Und die ist trotzdem göttlich. Es gibt kein besseres Heißgetränk auf diesem Planeten. Ach ja, schöne Erinnerungen. Vielleicht habe ich bei dieser Tour ja auch noch irgendein sehr bleibendes Ereignis. Bisher, die Leute, die ich getroffen habe, waren alle sehr freundlich. Viele haben auch irgendwie einen lustigen Spruch gemacht. Ich habe euch noch gar nicht erzählt, dass ich aufgestanden bin und quasi gerade aus dem Wald rausgestapft bin. Es ist eine Nordic Walking Gruppe vorbeigekommen. Und hat auch wissen wollen, huch, wo kommen Sie denn her? Das war auch ganz lustig. Ja, aus dem Wald. Ja, gibt's da irgendwas? Da kann man übernachten. Ja, hat sich dann so ein bisschen lustig hin und her gependelt, der Dialog. Ob ich denn keine Angst vor Wildschweinen hätte? Das fragen die mich. Mich! Ja. Ich hätte ihnen eigentlich meinen Kanal empfehlen können. Ich brauche wirklich mal so verdammte Visitenkarten. Woher habe ich den Tipp? Ah ja, vom Marc, richtig. Brauche ich wirklich mal. Da muss ich mich jetzt drum kümmern, wenn ich daheim bin. Das wäre es echt. Gerade in solchen Situationen, wenn ich hier so rumstapfe und dann kommt auch noch einer auf die Idee zu fragen, dass ich irgendwie so aussehe, als ob ich wüsste, was ich tue. Und ich mich dann zu erkennen gebe als, ja, Forstwissenschaftler, irgend sowas. Dann wäre es schon praktisch, wenn man denen noch ein Visitenkärtchen in die Hand drücken könnte. Muss ich jetzt mal machen. So, und das da vorne ist der Rodoturm. Wenn man lang genug quatscht, kommt man auch irgendwann an. Das ist halt das, was einem bei Solotouren fehlt. Man hat niemanden, den man zulabern kann, wenn man kurz vorm Krepieren ist. Ja, so sieht er aus. Hochgehen werde ich nicht, deshalb stapfe ich weiter und halte jetzt mal wieder zwischendurch ein bisschen die Klappe. Ich muss auch gucken, dass mir die Akkus reichen, ne? Ich habe ja eben erwähnt, dass man Moorwasser nicht trinken sollte. Das hier ist Moorwasser. Sieht man ihm ganz gut an, würde ich sagen, dass man das vielleicht nicht trinken sollte. Also nur kurz am Rande bemerkt. Zwei Dinge. Erstens, Blick aufs Murgtal. Das ist das Murgtal. Wunderschön, nicht wahr? Schönstes Tal der Welt. Naja, also fast. Also zumindest Deutschlands. Das auf jeden Fall. Zweitens, die erste zur Übernachtung in Frage kommende Hütte war gerade schon besetzt. Da hatten sie sich schon ein Feuerchen angemacht und gemütlich gemacht, Klamotten zum Trocknen aufgehängt. Man fragt sich, wo die bitte schön Wasser... Haben die so viel Wasser mitgeschleppt? Oder gab es da einen Brunnen, den ich nicht gesehen habe? Naja, jedenfalls, da will ich mich nicht unbedingt dazu gesellen. Es freut mich ja, dass es noch mehr von unserer Sorte hier gibt. Jawohl. Bis zur nächsten Hütte komme ich auch noch. Ich hoffe, die ist übernachtungstauglich. Sonst, ja, das sehen wir dann. Aber das wird dann jedenfalls nicht so lustig. Aber mal gucken. Tja, also Eigenheim mit Aussicht ist das auf jeden Fall. Ein bisschen fragwürdig vom Komfort. Guck mir mal an. Aber ich glaube, ich suche mir irgendeine Alternative oder überlege nochmal. Ich hau mich mal rein und überlege. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Tja.
blicken wir der Tatsache ins Auge, dass ich hier bestimmt nicht schlafen werde. Aber die Aussicht ist schön. Jawohl, ja, ja. Das ist jetzt natürlich etwas ärgerlich, weil die letzte Hütte wäre dann doch sehr gut geeignet gewesen. Die war richtig gemütlich. So, was mache ich jetzt? Das Problem ist halt, dass hier alles komplett Hang ist. Es gibt so ein ganz paar Flecken, die sind eben genug, dass man sich theoretisch hinlegen könnte. Wirklich gemütlich sah keiner davon aus. Und es wäre halt wirklich ganz direkt am Weg. Und auch wenn ich davon ausgehe, dass hier wahrscheinlich niemand mehr vorbeikommt, das kann ich überhaupt nicht haben. Also in Schweden ist das okay, in Norwegen ist natürlich auch okay, aber in Deutschland direkt am Weg im Wald pennen und dann wollte ich mir eigentlich diesmal was kochen. Ganz ungern. Ganz ungern. Andererseits, es geht jetzt hier teilweise ziemlich steinig bergab und das wird natürlich gefährlich in meinem erschöpften Zustand, wenn ich jetzt versuche, noch ganz runterzukommen. Aber sei es drum, mir fällt gerade keine bessere Lösung ein. Licht habe ich noch ungefähr eine Stunde. Den Rest muss ich dann mit Lampe. Das Gute ist allerdings, dass der Weg saumäßig einfach ist. Also die Wegfindung. Es gibt hier nur bloß einen Pfad runter, wie es aussieht. Also laut Karte. Übrigens, meine Karte ist scheiße. Dazu sage ich euch dann auch noch später was. Das Blöde ist, wenn ich jetzt Variante zum Bahnhof heimfahren da pennen mache, könnte es mir passieren, dass man mich morgen nicht nochmal loslässt. Naja, wäre auch nicht der Weltuntergang. Hatte ich halt zwei schöne Wandertage, also anderthalb dann streng genommen. Oh. Ja, Gott, meine Güte. Vielleicht lässt man mich auch nochmal los. Wäre ein Versuch wert. Naja, Trostpflaster. In 2 Wochen, ja, in 2 Wochen habe ich den nächsten Urlaub und dann komme ich wieder. Und dann habe ich auch, denke ich, noch ein paar mehr Tage, dass ich dann so 3, also mindestens 3, wirklich 3, bis 5 laufen kann. Ja, denke ich doch. Und das Gute ist, dann habe ich mich auch wieder erholt von heute. Wenn ich jetzt übrigens runter nach Vorbach laufe, dann sind das 35 Kilometer. Und das Schöne ist, das ist mein persönlicher Rekord. Ich bin noch nie mit Übernachtungsgepäck, auch wenn es diesmal leichtes Übernachtungsgepäck ist, aber trotzdem bin ich noch nie verdammte 35 scheiß Kilometer an einem Tag gelaufen. Demzufolge nehme ich das jetzt einfach mal, wie es ist. Und ihr habt ja trotzdem einiges an Bildmaterial und das gibt dann halt wie gewohnt die üblichen Videos und in 2 Wochen bin ich ja wieder unterwegs. Ich denke, das ist nicht schlimm für euch. Ja, bisschen ärgerlich, aber gut. Meine Güte, es gibt Terrorismus und was weiß ich was für Scheißdreck auf der Welt. Da ist das wirklich nicht dramatisch. Also, dann sage ich jetzt schon mal, nee, ich melde mich nochmal unterwegs. Nochmal irgendwann, bevor man mich überhaupt nicht mehr sieht oder im Dunkeln oder mit Lampe. Irgend sowas. Ah, doch. Bisschen Akku. Das hier nur schnell zur Verdeutlichung fürs Thema, der Weg ist nicht ganz ungefährlich. So, und demzufolge werde ich jetzt auch, solange ich noch genügend Licht habe, was nicht mehr lange der Fall sein wird, gerade noch ein paar Sachen, gerade zum Thema Sicherheit sagen, weil da bin ich mir jetzt doch meiner geringfügig vorhandenen Vorbildfunktion zu bewusst, um jetzt dazu nichts mehr zu sagen. Deshalb laufe ich jetzt auch ganz langsam, wenn ich nebenher quatsche und filme. Es ist folgendermaßen. Ich traue mir jetzt durchaus zu, hier runter zu kommen, weil ich 17 Jahre Wandererfahrung abseits vernünftiger Wege habe. Und Trekkingstöcke. Hätte ich eins von beiden nicht, wäre es... Ja, vielleicht wäre ich trotzdem runtergegangen, kann ich nicht sagen. Aber dann wäre es auf jeden Fall eine richtig dumme und gefährliche Idee gewesen. Hier geht es jetzt gerade. Aber eben waren da so ein paar Passagen dabei. Wenn man richtig müde ist nach so einer langen Wanderung,
dann auch noch langsam das Licht nachlässt und absehbar ist, dass man vielleicht sogar noch mit der Stirnlampe laufen muss, dann ist das echt eine blöde Idee, sowas zu machen. Da wäre auf jeden Fall sicherer gewesen, wenn auch überaus unangenehm, weswegen ich das für mich jetzt auch nicht in Frage gekommen ist, sicherer wäre gewesen, noch mal ein Stück hochzulaufen und dann halt eben doch wirklich am Wegesrand zu nächtigen oder noch weiter hochzulaufen bis zur vorvorletzten Schutzhütte. Die ist 2,5 Kilometer weit weg gewesen, nicht ganz. Und da hätte man dann auf jeden Fall auch noch irgendwie die Nacht überstehen können, um dann morgen mit frischen Kräften und mit Tageslicht hier runter zu laufen. Also wie gesagt, wer sich nicht absolut sicher ist, was die eigenen Fähigkeiten angeht, in Sachen Trittsicherheit, der sollte so eine Aktion dann doch vielleicht eher unterlassen. Gut, ich glaube, das war jetzt mein Schlusswort. So, ja, hier wird es auch schon wieder steiniger. Also sowas hier ist ja noch vergleichsweise harmlos, kann aber halt eben auch schon reichen, wenn man da dann irgendwie doof auftritt und sich den Knöchel verknackst und dann noch dumm fällt. Hier fällt man zwar nirgendwo runter, aber wer hat schon Bock auf ein gebrochenes, verstauchtes oder sonst irgendwie kaputtes? Na, Mücke. Fußgelenk, genau. So, das hier ist ein Besenginster und ich bin raus. Macht's gut.